So, moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge in Ellerbach. Ja, ich habe jetzt gerade mal den Fendt hier rausgeholt und habe schon mal Ölstand kontrolliert, Sprit kontrolliert und mal geguckt, ob er auch gut läuft. Also, der läuft noch wie am ersten Tag. Und ich habe nochmal auf eBay geguckt und ich habe gesehen, dass der Maschinenring gerade noch eine Frontladerkonsole hier für den Trecker hat. Und einen Frontlader und einen Flug und einen Packer. Und das werden wir jetzt mal abholen und ich hoffe, dass da auch ein Mechaniker da ist. So, dann können wir nämlich direkt die Frontladerkonsole auch anbauen lassen. Also, da fahren wir jetzt mal hin. Und auf dem Rückweg fahren wir noch eben beim Bürgermeister vorbei, dass ich mal die Karte kriege für meine Felder und vielleicht kann er mir die ja geben oder vielleicht hat er sowas überhaupt. Mal gucken. Dass wir dann so langsam mal anfangen können, hier unsere Felder zu bewirtschaften und eventuell noch abzuernten, falls noch irgendwo Felder sind, wo was drauf ist. Dass und vielleicht auch unsere Pellet-Halle mal wieder ins Laufen gelangt. Und jetzt nebenbei nochmal, ich entschuldige mich echt für das Längen, aber ich kann jetzt gerade nichts so gegen machen. Das liegt auch nicht so richtig im Internet. Also, ja, ich hoffe, dass es bei den nächsten Folgen besser wird. So, dann müssen wir eigentlich gleich auch schon da sein. Vorne müsste das auch schon sein, wo das Gebäude da ist. Da sind wir ja auch in der ersten Folge gestartet. Das sieht sogar gut aus. Da müsste sogar einer sein. Sogar zwei Leute. Moin. Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wir hatten, glaube ich, sogar schon geschrieben. Und zwar geht es um die Konsole, also für die, Ach um so, die die Konsole Frontladerkonsole für den Fan, ja. ja, die habe ich da. Die habe ich da. Jo. Können Sie die jetzt gerade direkt so anbauen, oder? Ja, ist doch kein Problem, kriegen wir da hin. Okay. Dann fahren Sie Ihren Traktor am besten hier rein und dann mache ich mich. Okay. Jo, dann fahr ich mal rein. Yep. Schwingen wir uns nochmal rein in der Kiste. Passt das so? Ja, passt so. Alles in Ordnung. Okay. Ja, dann mache ich das eben fertig. Jo. Ja, so. Ja, das hat doch super geklappt. Ja, ist fertig. Und hab nochmal Wartungscheck gemacht. Ist soweit alles in Ordnung, also ist jetzt wieder voll einsatzbar. Okay. Ist das denn
Passt die auch auf? Also ich habe ja gesehen, ihr habt da jetzt auch einen Fan-Frontler da sogar stehen. Passt das da drauf wohl, ja, oder? Ja, das passt da drauf. Das okay. Passt dran. Ja, dann nehme ich jetzt hier die drei Sachen mit. Die hatte ich ja sowieso schon gekauft. Ja. Die hatten sie bei mir bestellt, genau. Hatte ich in der Nähe rausgestellt. Ja, die sehen ja noch super aus. Schauer sind auch noch in Ordnung. Ja, habe ich auch alles erst kurzfristig gewartet. Ja. Passt. Das ist ja super. Ja, dann guck ich mal schon mal den Frontlader an hier. Ja, machen Sie das. So. Das Stück mal raus. Aufpassen, dass wir ihn nicht zusammen, sonst wird das nämlich teuer. So. Da noch mal hoch. So, dann koppeln wir mal an. So. Schöner 5-Schau-Flug. Ach, ich kann ihn noch mal gleich fragen, wie das jetzt ist mit der Beinpresse, ob ich da noch was bezahlen muss. Herr Stein, wie sieht es eigentlich aus mit der Beinpresse von der Wartung her? Muss ich da eigentlich jetzt noch was bezahlen, oder? Nein, nein, das ist so. Das geht so. Das ist so, in Ordnung. Okay. Herr Stein, okay. Könnte ich meinen Gülle fast mal eben durchlassen mit Wartung? Ja. Jo, wenn Sie es rückwärts reinfahren, ist es in Ordnung. Soll ich es rückwärts da reinfahren in der Halle? Ja. Perfekt. Ja gut, ciao, man sieht sich. Jo, ja. Tschüss. Schönen Tag noch. So. Müssen wir doch nichts mehr bezahlen. Dann ist ja gut. So, dann können wir ja demnächst auch direkt mit der Bodenbearbeitung auch anfangen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der Bürgermeister eine Karte oder irgendwas dabei hat, um uns zu sagen, welche Felder uns gehören. Jo. Hier müssen wir rein und da oben ist auch schon. Da müsste der Bürgermeister wohnen. So wurde mir es auf jeden Fall gesagt. Ja, hier ist gar nicht offen. Da muss ich meinen Träger mal draußen parken. Vorsichtig ab, ohne hier was kaputt zu machen. So. Dann springen wir mal eben über den Zaun. Ich alter Mann muss hier noch über den Zaun klettern.
So. Hier steht doch schon mal was. Dicke Primus. Oh Gott. Ah, schönen guten Tag. Guten Tag. Bin ich hier richtig beim Bürgermeister? Ja, Tim Brümmer mein Name. Und wer sind Sie? Ich bin der Simon Schmidt. Ach, mit Ihnen habe ich doch schon mal telefoniert, wie mit dem Hof, ne? Genau. Jo. Ja. 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 Ja, und zwar, ich wollte fragen wegen den, wegen meinen Feldern. Ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was so meine Felder sind und. Ach so, ja, dann folgen Sie mir mal eben. Ich habe das hier auf dem Computer. Ich würde mir das. Achso. Ich würde mir das eben aufs Handy ziehen und haben Sie irgendwie eine Nummer, wo ich es Ihnen schicken kann oder E-Mail? Kann ich direkt vom PC was machen? Ich gebe Ihnen mal meine Nummer hier. Ja, okay, dann ziehe ich mir das eben aufs Handy und schicke es Ihnen dann. So, wo liegt mein Handy? Jo, ich hab's Ihnen rübergeschickt. Oh ja, ich hab's erhalten. Ich hab das auch so mit Farben unterteilt. Sie hätten dann die grünen Felder. Okay, das sind ja noch einige. Ui. Jo. Ja, ich finde gut, dass der Bauernhof mal wieder einen Nachfolger gefunden hat, weil der stand ja jetzt auch schon einige Zeit leer. Jo. Und da war ja eigentlich auch sehr recht billig, ne? Also. Ja, wenn man bedenkt, was da alles an Maschinen stehen. Jo, da haben sie ein echtes Schnäppchen gerichtet. Ja, da bin ich auch erstmal versorgt mit, also. Ich habe jetzt noch ein paar neue Maschinen gekauft, so wie einen Flug und einen Frontlader für einen Trigger und dann. Ja, der alte Flug, der sah auch nicht mehr so gut aus, denn der müsste irgendwo mal in der Büschel noch stehen, aber sonst. Jo. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für die Karte und sehe, das sieht da draußen echt coole Maschine aus. Also. Ja, ich habe nebenbei neben Schafbauern noch so eine kleine Nebenerwerbsunternehmen mit Primus und mal auch rund beim Pressen. Okay. Du weißt ja schon mal, wen ich erreichen kann bei sowas. Also. Ich habe ja auch ich habe ja auch so eine Pelletthalle und sowas. Und ja, eigentlich wäre ich damit auch schon lange fertig gewesen. Bloß mein Mitarbeiter, der war gerade in der Aussaat und so und dann. Ach, der fährt auch gerade vorbei. Schon. Ja, und deswegen habe ich gesagt, mache ich das eben alleine und so. Ja. Ja, okay, dann. Muss ja alles vorbereitet werden. Jo. Ja, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Ja. Und dann. Und ich würde sagen, man sieht sich mal. Jo, ich werde auch auf jeden Fall nochmal bei Ihnen vorbeikommen und müssen schauen, wie es so vorangeht und so. Jo, top. Ja. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Jo. Ciao. Ciao. So. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Trecker. Das ist echt gewaltig, was der für Maschine hat. 10,50, zwei Stück. Also, dafür brauche ich jetzt gar nicht anfangen, da fahre ich mir nur die Felder mit kaputt. So. Dann fahren wir mal wieder. Ja. Und dann bedanke ich mich schon mal wieder fürs Zuschauen. Ich weiß, im Moment passiert noch nicht so viel, aber wir müssen uns ja auch erstmal ein bisschen einfinden hier. Und erstmal ein bisschen herausfinden, was wir so zu tun haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.